hallo, herzlich willkommen, seid gegrüßt. Ja, ich stehe vor Pedro hier in Uga. Und, das ist ja schon wieder die Donnerstagsausgabe, fällt mir gerade ein. Ich grüße alle herzlichst. Und, bevor es wieder Kommentare hagelt, Elixier der Stärke habe ich vergessen zu nehmen. Das werde ich diesmal machen. Gluck, gluck, gluck. Und dann haben wir es schon mal genommen. Gucken wir nochmal kurz auf die aktuellen Missionen. Geflohene Sklaven. Gut, okay. Piet traut mir nicht. Jetzt fehlt mir noch irgendwie... Moment mal, den Sklavenaufseher habe ich ja gesprochen. Tatarons Haus. Ja, die junge Sklavin, da komme ich ja nicht hin. So was Beklopptes aber auch. Ja, Pedro, den haben wir ja auch nochmal angequakt. Verdammt. Ja, und zwar... Oh. Die Option haben wir noch nicht gelesen oder angefragt. Gucken wir mal. Kennst du dich im Schlösserknacken aus oder im Taschendiebstahl? Hey, Moment. Glaubst du etwa, ich wäre ein Dieb? Ja, genau das meine ich. Du irrst dich. Ich bin nur ein armer Bettler. Und jetzt lass mich in Ruhe. Oh, hab ich den jetzt beleidigt? Hey, Pedro. Frag doch nochmal was. Was ist los? Es wäre schwierig, seinen Trank zu stehlen. Du bist ein Dieb. Hä? Okay. Du bist ein Dieb. Gib es ruhig zu. Von mir hast du nichts zu befürchten. Okay. So? Ach, wegen des... Das kann ja jeder behaupten. Das musst du mir erst beweisen. Ja. Und wie? Ganz einfach. Du stiehlst hier in Uga etwas und bringst es mir. Dann sehe ich ja, ob ich dir vertrauen kann. Na schön. Was soll ich denn stehlen? Was soll ich stehlen? Der Händler Bahal hat den besten Tabak weit und breit. Oh. In seinem Haus bewahrt er 4 verschiedene Tabaksorten auf. Bring mir von jeder Sorte einen Beutel und ich bringe dir bei, was ich kann. Ja, ich glaube, bei diesem Bahal müsste ich ja auch nochmal fragen wegen Unterschlupf, Unterkunft. So, 4 verschiedene Haussorten, Tabaksorten. Da werden wir nochmal gucken, wo der ist denn nochmal... Ja, da muss ich mich wieder reorientieren. Wo waren nochmal die Händler? Ich kann ja wieder auf die Karte gucken, die die ganze Zeit immer wieder auf diese Karte umspringt. Das nervt mich ein bisschen, deswegen muss ich mal eben nochmal suchen. Da ist sie. So, ich befinde mich dort. Wo sind die Händlerzonen? Ich hätte mal einen Vergleich machen müssen, so nach dem Motto, aha, ich befinde mich hier. Hier sind die Handelsteile, also beziehungsweise die Handelsstände. So, gucken wir aber trotzdem nochmal. Geh erstmal. Na. Okay. Ja, das ist frisch Ja, da ist er. Da ist. Ach, Mist. Da ist dieser Straßenräuber. In der letzten Folge habe ich den gar nicht so. Oh, 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 oh. In Uga muss man ganz schön aufpassen, wenn man nachts unterwegs ist, da Straßenräuber ihr Unwesen treiben. Ach nee, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, ein bisschen was essen und speichern. Und da fällt es mir gerade wie Schuppen aus den Haaren. Ich habe ja bei einem Händler noch gesehen, dass der ja Rezepte verkauft, also Kochrezepte. Und da ist mir noch hinterher im Schnitt aufgefallen, als ich das nochmal gesehen habe. Mensch, jetzt kennst doch die Dunkelpilzsuppe, das Rezept kaufen. Wegen Mana-Anstieg und so. Braucht man sie nicht immer einzeln futtern. So, Moment mal. Ein leeres Blatt Papier. Kann ich sogar durchs Gitter nehmen. Auch gut. Kommt man denn hier rein? Ich bin hier an einer ganz ungewöhnlichen Stelle, wo ich nicht weiß, was hier alles los ist. Oh, Rüstung. Wasserpfeife. Ist zu weit entfernt. Mal gucken. Ich habe ja jede Menge Tabak wieder. Wer ist Wasserpfeife? Apfeltabak, Doppelab, Pizzatabak. Pizzatabak? Wie komme ich denn auf sowas? Pilztabak, Sumpftabak, Honigtabak. Das mache ich aber alles später, wenn ich die Tabakquest für den Pedro erledigt habe. Denn wird ja sein können, ne? Aber ich will ja bar halbe klauen. Apropos klauen, wollen wir mal hier die Truhe mal gucken? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Nee, dann nicht. Also wir scheinen hier irgendwie in so einer komischen Ecke zu sein, die da ein Holzbecher auf dem Schutthaufen liegen hat und dazu auch noch eine Fackel. Und eine leere Wasserflasche. Hier ist ein... Oh gut. Was ist das? Holzscheibe. Und was noch?
Ungeschliffener Amethyst. Edelsteine. Grüne Nulize. Na, was ist denn das für ein Treffpunkt hier? Laborwasserflaschen. Ja, von denen habe ich jetzt wieder genug. Gut. Mal hier ein bisschen gucken, rumgucken, was hier noch so titled ist. Also ich mache immer so komische, naja, Neuwortschöpfung. Also das ist so meine Eigenart vielleicht. Wird die nicht als störend empfunden? Sehe ich das richtig oder sehe ich das nicht richtig? Ein ganz mini, mini, mini Kreuz. Mini, mini. So, was dieses? Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Aha. Noch einen kleinen Lederbeutel, sonst noch was? So, Quest, Schatzräuber. Was, in der Ruine? Da muss ich mal gucken, wo dieser Questeintrag ist. Also ich habe alles abgesucht. Hier gibt es nur ein paar andere Schatzsuche über der Quellhöhle und habe ich nicht gefunden. Auch unter erfüllte Missionen habe ich genau diesen Eintrag Schatzsuche oder Schatz in der Ruine nicht gefunden. Naja, aber trotzdem zwei Lederbeutel gefunden. Jetzt muss ich mal hören. Ist die Musik da? Ich höre sie nicht. Also machen wir Folgendes. Einstellungen. Einfach nur mal, weil es so gut ist. Und dann sollte es klappen. Ja. Perfekt. Wunderbar, klappt. Ich dachte, da kommen jetzt Kamele an. Aber trotzdem, wenn da so eine Gruppe ist, dann schauen wir mal, wer alles dabei ist. Sklave, 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 Sklave. Warte mal. Hier, das ist ganz erfahrener. Warte mal. Nö, nicht. Lass mich bloß in Ruhe. Okay, dann nicht. Yep. Moment mal. Hier war ich noch nicht. Schatzsuche in der Ruine. Ach, ich war echt. Sorry. Oh, Mann. Ich sollte meine Gedanken woanders behalten. Trotzdem kann man immer mal die Tür öffnen und gucken, was los ist, ne? So ist es nicht, da passiert ja nicht viel. Sollte ich mal gucken. Ich sollte erstmal was anderes machen, bevor ich mich hier, Bananen. Bananen, Bananen, Bananen. Okay. Vergiftetes Assassinenmesser. Und Teppich? Oh, Aramis. Hat nichts gemerkt, gut. Fragen wir mal Aramis. Ah, verdammt. Oh, sorry. Hallo, ich will geschickter werden. Okay. Hallo. Hallo. Darf ich erfahren, wer du bist? Mein Name ist Aramis. Und wer bist du? Ich heiße Roland. Ich bin ein Adept, der den Tempel von Ashtoreth besuchen will. Verstehe. Na, dann wünsche ich dir noch viel Erfolg bei deinem Vorhaben. Was machst du so? Ich arbeite für Mansur. Und als was, wenn ich fragen darf? Tut mir leid, aber das kann ich dir leider nicht sagen. Ach, und warum nicht? Berufsgeheimnis. Und jetzt störe mich nicht länger. Ja, wieso bin ich denn jetzt auf dem Fokus? Achso, Kamera. Ich soll dich nicht stören, aber ich störe es trotzdem nochmal. Störe dich trotzdem nochmal. Verdammt, was ist... So. Diebstahl. Liebeszeichen. Ja, ich will okay. Guck mal. Ach, so ist das. Ich denke, wir können offen reden. Du bist also ein Dieb. Psst, das muss nicht gleich jeder mitkriegen. Kannst du mir etwas beibringen? Klar. Schlösser knacken, Taschendiebstahl, was du willst. Auch deine Geschicklichkeit kann ich steigern. Kannst du mir einen Tipp geben? Kannst du mir einen Tipp geben? Wo es was zu holen gibt? Genau das. Kann ich schon machen. Wir Diebe müssen schließlich zusammenhalten. Aber so ganz umsonst kann ich das nicht machen. Ich muss schließlich auch von was leben. Ja, Logan. Was verlangst du? Je Tipp 50 Goldstücke. Je Tipp? Ist das nicht ein bisschen viel? Nee, aber mein Freund, das ist sogar noch richtig billig. Meine Tipps sind Gold wert. Ich kann dir verraten, wo richtige Reichtümer zu finden sind. Das sollte dir schon ein paar Goldmünzen wert sein. Tippbeute machen. Jetzt gucke ich mal eben. Ich will geschickter werden.
Geschicklichkeit, okay, 20, 4. Gucken wir mal auf unsere Geschicklichkeitsgeschichten hier, 143. Weil ich glaube, hier wird es schwieriger werden in Varant oder in Uga zu stehlen. Verdammt, was ist los? Ja, ich will einfach mal fragen, Tipp. Kannst du mir einen Tipp geben? Klar, macht 50 Goldstücke. Ja, hier. Hier hast du das Gold. Na schön, hör zu. In einem Turm der Festung Armana bewachen die Assassinen eine Kiste mit Gold. Es handelt sich dabei um den Tribut an Zuben, der demnächst nach Ishtar gehen soll. An deiner Stelle würde ich mir das Gold holen, solange es noch da ist. Und wie gelange ich in den Turm? Der wird doch sicher schwer bewacht. Tja, wie du die Wachen ablenkst und wie du in den Turm gelangst, ist deine Sache. Na schön, danke für den Tipp. So, da gucken wir mal, ob die Tipps... Gold von Armana. Ja, die werden mir hier angezeigt, das ist gut. Ja, auf den greifen wir nochmal später zurück, finde ich. Er pennt ja ganz tief und fest und... Moment, da war doch was, oder? War da ein Geldsäckchen? Ja, und zwar mittlerer. Mann, da habe ich wohl ein paar Augen, wa? Okay, wo ist das Haus? Ich muss wieder meine Karte raussortieren, deswegen kurz Pause. So, gefunden. Da stehen wir also vor Aramis, sein Haus. Also das ist ganz recht. Kann ja auch mit meinem Smartphone ein Foto machen, aber so what. Gehen wir mal hier gucken, was hier im Obergeschoss ist. Oh, da ist noch jemand. Ringo! Hey, Ringo! Oh, der wird gleich wach. Verdammt, was willst du? Ja, ich will mal was fragen. Hallo. Zieh ab. Warum? Ende. Zieh ab, Ende. Gut, okay, da braucht... Stopp, da war noch einer. Ringo Dingo? Hallo. Verschwinde. Django. Django. Ringo Dingo Django. Ringo Django. Django Dingo. Django. Ringo? Moment. Ist das eine Anspielung auf einen Film von... Quentin Tarantino? Kann das sein? Das wäre eine schöne ein Eintrag wert, finde ich. Also ein Kommentar. Übrigens, wie spät haben wir es eigentlich? Es ist wieder Hitzezeit. Kann ich aber leider nirgendwo pennen. Oh Gott. Dann werden wir mal hier pennen. Das überspringe ich dann und dann werde ich noch meine restlichen Holzgeschichten mal, wie zum Beispiel Holzscheiben bearbeiten und so weiter und so fort. Nein! Ich überspringe das und penne eine Runde. Doing, doing, doing. Gucken wir mal, was hier alles rumliegt. Am Holzstumpf können wir nichts mehr machen. Hier liegt jede Menge Kohle rum. Wobei Steinkohle wird es wohl nicht sein. Quatsch, oh, Kristalle. Einfach nur Kohle. Was ist denn das? Kessel? Und hier ein Kessel? Kessel, Kessel, Kessel. Ist er um die Ecke? Zirpennessel! Sehr gut für und wichtig für. Ach so, er kann durch die Wand gucken. Roland mit den Röntgenaugen. So, was gibt's denn hier noch so in den Ecken? Steckt Feldknöterich auch prima. Lilith. Da war noch was. Ah ja. Der Nessel. Das sieht aus wie so eine Holzscheibe, die nicht angezeigt wird. Ist aber nicht so schlimm. Der Nessel. Schädel. Schürhaken. Ja, ich glaube, das kleine... Moment, hier gibt es noch was. Ein Wagen. Nein, sonst. Bala bala. Bang bang. Brunnen. Da kann ich ja meine Wasserflaschen mit auffüllen. Weit entfernt. Oh. Immer kräftig weiterpumpen. Und jetzt? Okay, und jetzt? Nee. Ich dachte, irgendwie hatte ich im Hinterkopf, dass man da die leeren Flaschen mit auffüllen könnte. Oder ich habe irgendwas falsch gemacht. Weiß ich nicht. Weil ich es einfach noch nie gemacht habe. Oder ich meine, das einmal gemacht zu haben. Okay, hier gibt's Bettchen. Hier könnte man auch schlafen. Wieso habe ich das nicht gleich gesehen oder gemacht? Ach ja. Mal schauen, wer ist hier so alles. Raus!
Ja, ist gut, ist gut. Ja, ist gut. Mach, dass du wegkommst. Ich bin doch schon weg. Oh, Sklavenwache. Oh, hier ist es ein bisschen komisch. Wein aus Varant. Lag aber nicht auf dem Boden. Sklavenwache. Was ist denn hier los? Geschärfte Bolzenpaket mit 20 Bolzen. Liegen hier nicht rund. Assassinenbogen. Ja. Das ist wohl... Die Map ist ja... Also hier ist ein Fehler drin. Also das ist nicht normal. Das wenn nicht... Kokosfleisch. Perfekt. Wenn ich Sachen, die unter mir Kokos sind, die werden gehighlightet. Das ist nicht normal. So. Ich hoffe, dass das in der neuesten Version behoben worden ist. Hier zum Beispiel hier. Feuernessel. Oder lag die da wirklich rum? Ich weiß es nicht. Aber so ein Assassinenbogen habe ich da nicht gesehen. Oder ich bin total plätt oder blind. Weiter. Also ich sollte ja eigentlich noch zur Bar hier kommen oder gehen. Warum das hier so wirklich leuchtet, wissen wir nicht. Das ist aber nicht so schlimm. Komm, jump mal rüber. Teil mal die Pflanze. Ja, jetzt ist die Mucke wieder weg. Ja, wenn ich speichere, mache ich sie wieder an. Werde ich jetzt machen. Ja, jetzt noch Zeug. Gibt's denn hier noch irgendein People? Nein. Hier. Ja. Zeug hoch. Was? Was? Brot, Brot, Brot. So schön. Habe ich das schon erwähnt, dass ich noch das Rezept für die... Ja, habe ich erwähnt. Dunkelpilzsuppe nehmen muss. Von wegen Mana-Steigerung. Also. Hallo? Achso, der ist gekommen, um mich zu kontrollieren. Und jetzt? Abbas. Abbas, jetzt ist der Abbas da drin. Hallo, gucken. Wer bist du? Ich grüße dich, Fremder. Ich bin Abbas, der Tuchhändler. Bei mir bekommst du wertvolle Kleidungen und kostbare Rüstungen, die dich alle vor der großen Hitze der Wüste schützen. Natürlich nur, wenn du über das nötige Geld verfügst. Schau dir an, was ich habe. So, Abbas heißt er. Zeig mir deine Ware. Dann gucken wir doch mal. Assassinenkapuze kaufen, 800 Goldstücke, einfache Assassinenkleidung kaufen, 1300 Goldstücke, gute Adeptenrobe. Gute. Jetzt, was soll ich denn jetzt kaufen? Hier steht da nicht die Eigenschaft dabei. Oh, da spielt einer eine Leier. Assassinenkapuze kaufen. Erstmal, ich muss jetzt mal gucken. Ich muss erstmal gucken. Oh, hätten wir sogar noch einen Schlüssel dabei. Wie viele Kollegen ich habe, muss ich beim anderen Händler noch ein bisschen tauschen gehen. Okay, dann werden wir ihn mal nach einer... Zeig mir deine Ware. Ja. Assassinenkapuze, einfache Assassinenkleidung kaufen. Ich nehme die einfache Assassinenkleidung. Gut. Und wenn wir schon dabei sind, werden wir dann auch Zeig diese mir deine Ware. Kapuze kaufen. Ich nehme die Assassinenkapuze. Gut. Gut. So, die unerträgliche Hitze, die wir haben, wo hier, wo ist die? Die schon unter erfüllte Mission? Ah, ja, ich weiß. Ich habe nämlich geguckt, wo das mit dem komischen Schatz. So, unerträgliche Hitze. Nee. Also, ich kann es beim besten Willen nicht finden. Jetzt ist es weg. Und unter erfüllte Missionen ist es auch nicht. Vielleicht wird sich das später eintragen. Dann sollte ich eventuell mal gucken, wie viel Schutz die mir bringt. Die unerträgliche Hitzekleidung da. Hitzekleidung. Ja, schauen wir mal. Erstmal uns gucken. Xardas Feuerrobe verstärkte. Dann sollte man die unerträgliche Hitzekleidung dann vielleicht auch. Moment. Alter, die ist bestimmt. Patenrüstung, gleiche Marine, Lederrüstung, Sträflingskleidung, schwarze Bürgerkleidung, Bürgerkleidung, Bürger, Assassinenkapuze, da ist sie. Schutz vor Magiefeuerwaffen, 15 jeweils. Und verrosteter Drachenjäger, Kettenhaube. Hä? Ich bin jetzt wieder was ver. Das
verstehe ich nicht. Ach, da ist er. Da ist er. Aber Schutz vor Hitze steht da nicht. Nein, ich habe ja... Ich spiele ein bisschen weiter, vielleicht klärt sich das auch im Laufe des Spiels. Ich habe mal im Forum gelesen, es dauert ein bisschen, bis das irgendwie in die Liste kommt oder so. Okay, dann speichere ich nochmal ab. Und suchen mal Bahals Haus. Das war auf jeden Fall nicht hier. Oh, ist klar, Vin. Wie geht's? Wie immer, aber ich will mich nicht beklagen. Hat aber gute Klamotten an. Wie geht's? Wie immer. Okay. Ach, sie ist die, die Laute spielt. Das ist cool. Okay. Nett und freundlich. Ja, der ist auf... Ja, mach, dass du wegkommst. Ja, mach, dass du wegkommst. Ja, okay. Bahal, Bahal, wo war denn das? Hm, leuchtendes Holz. Kann auch dem Render geschuldet sein. Renderer. Oh. So, richtig, das war Bahals Stand. Wenn mich nicht alles täuscht. Turan, das ist der Schmiedgehilfe, glaube ich. So, dann ziehe ich mich jetzt mal um. Aber bevor ich das mache, speichere ich mal lieber ab. So, Assassin-Klamotte. Assassin-Kapuze. Oh, viel besser. So. Kuckuck. Raus! Hau bloß ab! Okay. Was ist, wenn ich da oben hingehe? Ich stehe ja vor Bahals Stand. Wenn mich nicht alles täuscht, dass er... Halt! Wohin willst du? Na, hier hinein. Wer wohnt dort? Hier residiert der große Tartaron-Fremde. Ja, weiß ich. Der größte Magier von Varant. Also richte... der größte Magier... Na, gerne. Okay, das hat meiner letzten... Als Fremder. Ja, das hat meiner letzten Folge gehabt, dass wir da nicht reinkommen. Muss ich nur wissen, wo Bahals Haus ist. Ist denn jetzt das die Rüstung, die mir Hitzeschutz gibt? Ich verstehe es noch nicht so ganz. Stand ja nur Assassinenrüstung. Hier war die Dings. Ich meine, nee, das ist ja ein Turm. Gucken. Achso, die kann ich knacken. Okay. Dann gehen wir da mal rein. Okay. 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 Okay, okay. Ja, ich mache aber keinen Counter mehr rein. Okay. Also gibt es jede Menge Vorräte. Soll ich es wagen, die alle lecker zu klauen? Junge, das ist immer eine Schlepperei. Was mit Äpfeln? Alter, Äpfel. Es gibt nämlich auch irgendwie Stärke, Bonus, irgendwas. Ja, ich glaube Stärke war es. Ja, es war Stärke. So, was hallo. Was hast du denn da drin zu suchen, hä? Oh, ja, das war der Typ, der mich hier beobachtet hatte. Ja, dann gucke ich doch nochmal, ob ich dann... ich habe was geklaut, hat das keiner gesehen? Das ist der Vorteil der Nacht. Das war die Ecke, die wir schon gelootet hatten. So, Assassine, willst du was? Wie ist die Lage? Okay, das ist ein normaler Assassine. Ich glaube, ich schlafe mal eine Runde. So, kann ich hier pennen? Hier ist eine Armbrust. Könnte ich hier pennen? Ich könnte hier auch klauen. Ach, ich mach's mal. Hier ist viel zu holen. Kohle. Wieso haben die alle da Kohle rumliegen? Wieso ist das nicht vorm Ofen? Oder im Ofen? Schwert. Rumschwert. Zwei. Das hat den da. Hallo. Okidoki. Was? Das ist ja. Mann. Na, endlich.
Und was hat's mir gebracht? Ach, das ist das Schmiedchenhäuschen. Gut, dann Rohstahl und so. Okay, hat das keiner gemerkt? Hat keiner gemerkt? Auf zur nächsten Truhe. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Dann eben nicht. Dann haben wir da einen goldenen Kelch noch zu klauen und ein bisschen Kram hier. Oh. Feuergeschnetzeltes bringt was. Ich glaube, das ist ein Perma-Suppentrank. Kann das sein? Feuergeschnetzeltes? Gucken wir gleich nochmal nach. Da ist es. Feuergeschnetzeltes. Stärke Bonus 1. Shampumbalada. Getrunken. Dann nehmen wir noch die Armbrust. Ich glaube, dann haben wir hier für den Raum eigentlich alles. Sind die alle kurzsichtig oder wie? Die sehen mich gar nicht klauen. Ach gut, ja, da war ich schon drin. So, dann könnte es sein, dass hier hier das Haus drin. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Also wenn ich hier richtig bin, ne? War hier. Nee, das war. Kein. Hä? Sorry, ich bin ein bisschen überdreht. Da kommt jemand die Treppen runter. Behal, nicht Bar hier. So, Behal, grüß dich. Es wäre verdammt schwierig, seinen Geldbeutel zu zählen, zu stehlen. Ja, ich will aber seinen Geldbeutel nicht. Handeln auch noch nicht. Also, wenn er da die Treppe runterkommt, ja, um diese Zeit, und zwar exaktamente um 22.39 Uhr, quasi Zeit, ist stark davon auszugehen, dass das hier sein Haus ist. Aber hier war ich doch schon. Das ist doch das mit. Raus! Los, ab! Da ist doch der Tatar drin, der Tataron. Also, ja, es ist nicht Bahals Haus. Ah! Ist er das noch? 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 Ja, das ist er. Raus hier, verdammt! Ja, mach, dass du wegkommst! Roscoe. Ja, mach, dass du wegkommst! Ja, Roscoe, was bist du, Bufenheinz? Mhm. Hallo, was ist das hier für ein Haus? Das Haus des Kaufmanns Bahal, Fremder, der im oberen Stock auch Zimmer vermietet. Kann ich noch ein Bett für die Nacht bekommen? Eins wäre noch frei. Wir haben 4 Betten. Davon sind nur 3 zurzeit belegt. Da du ein Adept bist, könntest du sogar umsonst bei uns wohnen, da Tartaron die Kosten für die Adepten übernimmt. Ich muss dir aber sagen, dass du mit den anderen in einem Raum schlafen musst. Wer wohnt noch bei euch? Die beiden Adepten Kasim und Hector und ein Söldner aus dem Norden namens Branko. Na schön. Also, kann ich jetzt hier übernachten? Hast du denn die Erlaubnis hierzu? Erlaubnis? Ja, ohne Erlaubnis geht gar nichts. Du hast wohl keine, was? Nein, habe ich nicht. Na, dann weiß ich nicht, ob es geht. Am besten redest du mit Bahal. Ja, ja. Er ist tagsüber auf dem Markt, um seine Waren zu verkaufen. Das ist die beste Zeit, um mit ihm zu reden. Vielleicht hast du ja Glück. Also, Bahal ist ja da reingegangen. Die schicken, lassen mich aber raus nicht rein. Hier. Ja, mach, dass du wegkommst. Okay. Tamara! Tamara! Warte mal. Leute. Moment mal. Na, okay. Ich spreche sie mal an. Hallo. Darf ich fragen, wer du bist? Lass mich in Ruhe. Na, du bist aber kurz angebunden. Was soll das hier jetzt werden? Ein Frage-und-Antwort-Spiel? Lass mich bloß in Ruhe. Hey, bleib mal locker. Ich bin ein Freund der Sklaven und will euch helfen. Ein Assassine und unser Freund? Das kannst du deiner Großmutter erzählen, mein Junge. Ich bin kein Assassine. Ich habe mich nur verkleidet, um unbehelligt in die Stadt reinzukommen. Wirklich? Das wäre ja... Aber halt... Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Ich glaub dir kein Wort. Mich kannst du nicht für dumm verkaufen, Assassine. Ach, Mädchen, glaub mir doch. Oh. Was muss ich tun, damit du mir Vertrauen schenkst? Da gibt es nur einen Weg. Du musst ein Freund unserer Sippe sein. Und wie soll ich das anstellen? Sprich mit Said, meinem Vater. Er ist der Anführer unseres Stammes. Unser Lager liegt in den Bergen. In der Nähe der Höhle, die zur Küste führt. Wenn du vor dieser Höhle stehst, musst du dich stets rechts halten,
Immer an der Bergwand entlang. Irgendwann entdeckst du eine Leiter. Steig hinauf und du wirst unser Lager finden. Mein Vater wird schnell herausfinden, ob du unser Freund oder unser Feind bist. Wenn er dir Vertrauen schenkt, dann tue ich's auch. Aber ich warne dich. Wenn du ein falsches Spiel mit uns treibst, dann werden dich unsere Männer töten. Tamara, Tamara, warte bitte mal. Bleib nochmal hier. Ich will aber deinen Ring nicht stehlen. Also, passt auf. Es ist so. Jetzt ist es ja, jetzt schließt sich der Kreis. Vertrauensbeweis haben wir eben gehört. Okay, hier ist die Beschreibung drin. Ein Glück. Dann ein Bett in Uga. No, das könnten wir dann auch kriegen, weil wir treffen dann auch auf diesen diese Herkules. Nee, Quatsch. Egal, vergiss es. Und das Gold von Amama Straßenräuber von Uga. War auch schon gehabt, war halt Sklaven. Und da war noch irgendwie was. Ja, ich glaube, das war auch noch drin, richtig. Hab mit Tamara gesprochen. Allerdings kam bum 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 bum. Okay, Leute, ich mache für diese, weil es leider schon wieder um ist, ich mache für diese Folge mal Schluss und dann geht's morgen wieder weiter. Ich hoffe, ihr macht einen Daumen und schreibt einen Kommentar. Tschüss.